Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Lupe mit mir, dem Thorsten. Ja, Lupe nervt und ist leider in den nächsten Updates, in den April-Updates, also in den Lebensqualitätsverbesserungen, noch nicht drin enthalten. Und ja, mal sehen. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit. Ich habe jetzt lange genug hier in dieser blöden Lupe gehangen und habe mich ja jetzt auch endlich dazu entschlossen, die Clanspiele mal zu machen. Ich bin ja mal nicht so. So will ich das mal sagen. Und ich würde sagen, wir schicken hier mal den Riesen vor, dass unsere Queen hier so ein bisschen beschützt, nicht gleich den ganzen Power kriegt hier. Die Heiler gehen jetzt in jedem Fall auf die Queen hier. Und die wechseln ja das Ziel, was in Range ist, sobald etwas anderes Schaden bekommt und das, was sie eigentlich gerade hatten, geheilt wird. Aber jetzt muss ich zusehen, dass ich die in jedem Fall in Wut kriege. Hier nehme ich mal einfach einen Packer dazu. Da wäre mir die Queen fast gestorben. Das ist natürlich doof. Das Rathaus will ich ausnahmsweise mal haben. So, dann gehen wir mal hier mit der Restmeute rein. Das ist jetzt nicht so wirklich die richtige Ecke, um in so eine Base reinzugehen. Aber ich habe jetzt wirklich so lange nach einer Base gesucht hier, muss ich sagen. Und deswegen sollen die das hier ruhig machen. Mit dem King noch in der Mitte. Ich habe jetzt auch keine Truppen mehr. Das macht jetzt aber nichts hier. Versuchen wir mal zu springen und halten das hier mal so ein bisschen auf. Und ich würde sagen, die dicke Kanone vielleicht. Komm, das bisschen müssen wir wenigstens noch schaffen hier. Kann nicht sein, dass wir hier ganz ohne Loot ausgehen. Aber gewonnen haben wir in jedem Fall schon mal. Und so ein bisschen Loot ist ja unser. Heilzauber auch noch weggeballert. Ja, das sieht ganz gut aus. Der hatte jetzt aber auch wirklich, der hatte irgendwie alle Goldlager in der Mitte. Was jetzt natürlich meinem Angriff hier zugute kam. Aber wir gehen gleich mal rein in die kleinen, aber feinen Update-News. Und ich bin natürlich wieder mal der allerletzte, der euch das jetzt gleich vorkaut. Nein, ich will es euch nicht vorkauen. Ich halte mich einfach nur kurz und knapp. Einfach nur so ein bisschen meine Meinung. Ich bin leider nicht eher dazu gekommen. Ist einfach mal so. Und hurra, ich habe endlich einen Stern hier geschafft. Was natürlich nicht schlecht ist. Ich will eben mal nachbauen, bevor wir dann da reinrutschen. Und Zauber, passt alles. Jawohl. Der muss nach da und der nach da. Das mache ich extra, weil meistens wird hier Wut gefordert. Und dementsprechend muss ich oder rückt der dann so ein bisschen nach. Nicht, dass ich wieder Zauber wegwerfen muss. Ihr kennt dieses ganze Spiel. Und wir schauen jetzt aber mal rein in die News von gestern. Ich habe den Client dafür heute sogar mal auf Deutsch gestellt. Ist ja auch eher selten, dass ich das Game hier in Deutsch spiele, aber man sieht es hier schon an dem netten, schönen Schild, was der Bauarbeiter hier anpreist. Also wir haben in jedem Fall ein schnelleres Labor. Also alles wird jetzt schneller, höher, schneller, weiter, habe ich das ganz, ganz schnell mal genannt. Alles wird günstiger, ist natürlich auch wirklich super und alles dauert auch nicht mehr so lange. Und wir gehen mal rein. Es sind ja reduzierte Verbesserungskosten und Zeit. Hey Häuptling, erinnerst du dich? Ja, ist schon ein paar Tage her, aber es gab ja schon, dieses hier ist schon Teil 2 der Lebensqualitätsverbesserung beziehungsweise überhaupt der Sachen, die jetzt im April-Update kommen. Und wenn man hier übrigens auf diese gelben Links klickt, dann kommt man auf Webseiten teilweise im Forum. Und die funktionieren hier allerdings nicht so gut. Ich habe es aber im Web mal nachstellen können. Und dort trifft man dann letztendlich auf Tabellen. Die könnt ihr euch selber angucken. Die brauche ich nicht hoch und runter rechnen. Aber was ich so ein bisschen überschaut habe, es wird wirklich alles günstiger. Die Truppenbauzeiten werden vor allen Dingen niedriger. Und ich überlege jetzt vor allen Dingen schon mit dem Avatar, ob ich jetzt überhaupt noch was im Labor laufen lasse. Denn einiges wird wirklich extrem gekürzt. Kann man nicht anders sagen. In den höheren Bereichen dann ab Rathaus Level 11 und 12 dann eher nicht. Aber ich denke mal, alles so ein bisschen Richtung Rathaus 11 und 12 angeglichen. Also wirklich die Schritte, ich sag mal 5, 6, 7, 8, 9, 10 extrem verbessert. Also Verbesserungsdauer Labor ist natürlich auch dabei. So ein bisschen, finde ich, ist der Reiz jetzt raus. Gerade was Gebäude und Forschung angeht. Denn man hat sich schon so ein bisschen, ich nenne es mal so ein bisschen gefreut, wenn man irgendetwas angestoßen hat, dass man dann drauf gewartet hat, dass es fertig wird.
Und man hat natürlich auch die Zeit genutzt, um wieder ein bisschen nachzufahren. Also je schneller das natürlich jetzt geht, desto extremer muss ich auch nachfahren, damit ich nenne es mal so, alle Bobs immer schön am Rennen habe und mein Labor nie ausläuft. Also das Labor immer durchgängig mit einer Truppe belegt ist, die dort forscht. Ja, ist, weiß ich nicht. Aber ich meine, dieser Schritt, das alles günstiger zu machen, gerade für kleinere Rathäuser, unter Rathaus Level 11, so nenne ich das mal, ist ein logischer Schritt. Denn wer heute ins Game einsteigt, und ihr kennt das von früher, die Zeiten, halb, dreiviertel Stunde Golem, da würde heute niemand mehr drauf warten. Jeder würde das Spiel sofort wieder deinstallieren. So nach dem Motto, bis ich hier im Endgame bin, dauert es ja 5 Jahre. Und das Spiel gibt es ja schon länger. Also das ist ein ganz normaler Schritt. Auch in den Rollenspielen, in denen ich spiele, gab es immer erst das normale Rollenspiel. Und irgendwann gab es irgendwelche Items, die dich sofort von 0 auf 80 geballert haben. Oder du konntest sogar direkt einen Charakter mit Level 100 anfangen. Bei EverQuest 2 beispielsweise war es erst 85 früher, und das hat sich immer gesteigert. Und heute, wenn du ins Game einsteigst, kannst du dir einen Level 100 Charakter direkt on the top rausballern und bist quasi 15 Level vorm Endgame. Musst natürlich noch die ganzen Skills reinholen und so weiter. Das ist hier jetzt nicht so, aber so ein bisschen begünstigt ist man natürlich hier für die Super-Rusher, die wirklich nur das Rathaus wollen. So ein Spenden-Account, der ist jetzt so ein bisschen schneller da. Ich bin da ja auch dran, und ihr seht das hier, jegliche Sachen werden günstiger bzw. haben eine kürzere Bauzeit. Adlerartillerie nicht, also nur Veränderung der Kosten, er wird ein bisschen billiger, und Werkstatt auch, nur die Dauer, keine Veränderung der Kosten. Ich fand die Werkstatt eigentlich gar nicht so, dass sie so lange gedauert hat. Und zur Erinnerung, hurra, diese Änderungen werden mit unserem April-Update live gehen. Okay, ich habe gestern mal so ein bisschen überlegt, April-Update. Der April kann sich dehnen, das wisst ihr. Ja, und Supercell, die werden jetzt nichts raushauen, was nicht wirklich bis ans Ende durchgeplant ist. Ich meine, irgendeinen kleinen Fehler oder Bug wird es, glaube ich, in jedem Update geben. Das ist einfach mal so. Dafür entwickelt man auch und kann echt nicht das letzte Bit irgendwo abgetestet haben. Das finde ich, habe ich schon mal gesagt, finde ich auch nicht ganz so schlimm. Und das ist aber zumindest meine Meinung zum Update. Ich finde es ganz in Ordnung. Ich meine, ich bespiele ja auch kleinere Rathäuser. Freue mich natürlich, dass sie ein bisschen fixer jetzt vorangehen. Muss da allerdings auch etwas mehr machen. Hier habe ich im Moment sehr, sehr wenig gemacht in diesem Dorf hier. Das sieht man, glaube ich, auch an dem, dass ich kaum eine Mauer nachgefarmt habe. Ich muss noch 2 Angriffe im Clankrieg machen. Und dort spielen wir aktuell einen etwas kleineren Krieg. Ich weiß noch gar nicht, irgendwo oben bin ich, glaube ich, auch mit einer Nummer versehen worden. Also irgendwas muss ich heute noch machen. Ich bin aber die letzten Tage und auch tatsächlich die Abende teilweise nicht dazu gekommen, weil es sich so rauskristallisiert hat, dass wir in unserem Projekt vor allen Dingen immer den Freitag rausholen wollen, da wir uns dort ausnahmsweise mal nicht an irgendeinem Ort, in irgendeinem Büro treffen. Und deswegen sahen meine letzten Tage eigentlich immer so aus, nach Hause kommen, außer Mittwoch, Mittwoch bin ich ja nach Hause gekommen und habe mich sofort in den Stream reingesetzt und nicht weitergearbeitet, aber am Donnerstag bin ich nach Hause gekommen, habe kurz was gegessen, habe kurz geduscht, habe mich sofort wieder hingesetzt und habe einfach weitergearbeitet, so ein bisschen vorgearbeitet, da ich Samstag dann auch arbeiten darf. Also das hört im Moment nicht aus, und dementsprechend kommt natürlich leider mein Lieblingsgame hier, Clash of Clans, oder mein zurzeit Lieblingsgame, Clash of Clans, so ein bisschen zu kurz. Ist aber ganz normal, dass wird sich auch wieder ändern, wo ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, und ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens am Wochenende noch so ein bisschen in die Clan-Spiele reinschnippern kann, beziehungsweise auch noch ein paar Punkte holen kann, denn so ganz punktelos, das wäre mir dann selber ein bisschen zu peinlich, hier rauszugehen und nur den Schnorrer hier zu spielen mit 100 Punkten und die Rewards eingeheimst. Ich meine, mit dem 12er hier mache ich mir jetzt die Treasury, also die magische Truhe, auch nur voll für den nächsten Rathaus-Level. Bin echt gespannt, wann Rathaus 13 denn kommt, aber ich kann mir vorstellen, jetzt während der Liga, während der Electronic Sports Liga wird das nichts. Da ballern die uns nicht in Rathaus 13 rein, und da müssen die Clans zusehen, was sie da machen. Das kann ich mir bei weitem nicht vorstellen. Wir können ja mal reinschauen, wie weit wir eigentlich jetzt schon nach oben gekommen sind hier mit unseren Angriffen. Okay, wie gehabt, im 12er Bereich hat sich da noch nicht so viel getan und sind ja aber eigentlich gut, glaube ich, am Aufräumen von unten nach oben, wie sich das für uns mal wieder gehört. Wir haben hier den André, Mr. Unlucky. Ja, Mr. Unlucky ist auch so ein 99er oder ein 98er.
Also immer ziemlich knappe Kämpfe mit 30er King, 35er Queen. Also er hat hier als Rathaus 10 erstmal Truppen gelevelt und so ein bisschen Queen. Ich meine, die Queen 5 Level demnächst. An den Heldenleveln übrigens wird sich nichts ändern, also an der Bauzeit und auch an der Reckzeit. Und es wird sich auch nichts an den Mauerpreisen. Da haben sich ja nicht viele darüber aufgeregt, aber viele haben gehofft, dass die Mauerpreise sich verändern. Ich glaube, die haben sich schon oft genug verändert und deswegen ist das so in Ordnung, dass man für eine Level 13 Mauer dann halt 5 Millionen zahlt und alles andere drunter geht ja schon etwas schneller. Sind wir ehrlich? Ich denke, da seid ihr mit mir d'accord. Wenn das nicht so ist, wenn ihr die Mauern immer noch zu teuer findet, schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Überhaupt, was ihr von den Update haltet, beziehungsweise von den bevorstehenden Updates, ob das in Ordnung ist, ob das der richtige Schritt ist oder ob man da nicht hätte mit warten sollen. Aber ich glaube, die Sachen waren so ein bisschen überfällig, das Ganze an Rathaus 11 und 12 anzupassen, dass man bis dorthin halt relativ gut und relativ schnell sein Dorf stehen hat, sei dahingestellt, ob man dann die Helden macht. Da habe ich schon wieder so ein bisschen so die Sorge, dass viele von euch dann die Helden nicht mehr mitmachen mehr werden, weil die nach wie vor ja eine etwas längere oder die haben normale Bauzeiten. Da ist jetzt nichts reduziert oder gekürzt und deswegen habe ich ein bisschen Sorge, dass ich wieder viele, viele Dörfer sehe. Die sind zwar 9 und 10, aber ach, mit so Ach- und Krach-Helden. Und hier sind es nicht Ach- und Krach-Helden, sondern hier sind es Ach- und Krach-Hawkrider. Schön gemacht hier der Angriff. Ich hoffe, dass die jetzt hier den Magertum noch machen, dass die Hawks drehen. Jawohl, jetzt teilen die sich schön. Das hofft man ja auch immer, dass die Hawks sich teilen und nicht alle eben auf ein Gebäude stürzen. Das geht auch. Dementsprechend schnell ist das Gebäude auch rum. Aber Hawkrider als Cleanup ist einfach eine geile Truppe. Und die knüppeln hier alles so schnell runter mit ihren Hämmern, dass du überhaupt keine anderen Truppen großartig mitnehmen brauchst, wenn du sicher bist, dass so viele Hawkrider hier überleben. Hat das schön gemacht hier der Unlucky. Und ich denke, weil wir hier schon sind, gucken wir uns noch einen mindestens an. Und wir haben Rathaus 11 auf Rathaus 11, also kleine Steigerung hier, was den Rathaus-Level zumindest angeht, von 10 auf 11. Oben im 12er Bereich hat sich halt noch nichts getan. Das ist jetzt auch der erste Clankrieg, der zweite Clankrieg schon nach der Liga. Den ersten haben wir leider verloren. Das habe ich, glaube ich, nur ganz, ganz kurz gezeigt, dass wir da mit einem Stern ganz, ganz knapp verloren haben. Macht aber nichts, das zieht uns hier jetzt im Moment nicht wirklich runter. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier in der WM, glaube ich, mitspielen. Aber wenn wir hier ja einen normalen Clankrieg haben, können wir keinen Freundschaftskrieg führen. Ich habe das jetzt auf anderen Kanälen schon gesehen, dass es da schon losgeht mit den ersten Freundschaftskriegen. Und ich war eigentlich der Meinung, dass sich hier auch welche gemeldet haben. Und ich glaube, für eine 5er Mannschaft, Only Rathaus 12, kamen die hier auch zusammen. Das muss ich noch mal so ein bisschen rückrecherchieren, aber schön mit dem Fledermauszauber hier erstmal so ein ganzes Compartment rausgenommen und die sind jetzt hier, bis hier hinten geflogen. Wirklich cooler Angriff, den habe ich schon live gesehen vom Etaron von Rewe. Rewe halt alter Name, wisst ihr. Man erinnert sich immer eher an die alten Namen als an die, die sich umbenannt haben. Aber macht nichts. Ich weiß jetzt endlich auch, wer bei uns der Einmalstern da ist, das ist der Rentsch de Bär, das hat mir nämlich jemand auf Discord geschrieben. Und ich gucke gleich nochmal nach, wie er hieß. Also früher hieß er Rentsch de Bär und heute heißt er irgendwie anders, muss ich gleich nochmal schauen, wer es denn eigentlich war, den ich da nicht mehr benennen konnte. Ich meine, hier im Clan kommt selten jemand neu rein, der dann auch ein bisschen länger bleibt, der dann auch ein bisschen zu uns passt. Das ist dann bei dem anderen Clan, bei den Herausforderern, bei unserem Community-Clan etwas anders. Da komme ich dann manchmal nicht ganz mit, wer da dann neu ist und wer dann neu schon etwas länger dabei ist, weil ich da dann auch nur semi-aktiv bin, muss ich sagen, aber die spielen alle für sich da schön CKs, machen das auch ganz ordentlich. Clanspiele, glaube ich, sind dort auch schon fast Geschichte. Also die gingen ja auch überall so ein bisschen schleppend. Aber schön gemacht hier, 11 auf 11. Richtig krasses Teil hier. Und jetzt suche ich mir eigentlich nochmal raus, wen ich denn eigentlich meine hier aus unserem Clan, den ich nicht mehr benennen konnte. Es ist der... Wo ist er denn? Oder ist er gar nicht mehr bei uns? Hat er uns verlassen? Ich glaube, der hat uns verlassen. Ich glaube, der hat uns hier verlassen. Der ist noch in einem anderen Clan im Moment. Eieieiei, dann kann ich euch das gar nicht sagen. Das ist ja cool. Wo ist der denn abgeblieben nach der Liga?
Oh, okay, also es war kein Gast, das kann ich euch sagen. Das ist natürlich. Ah, da ist er. Er ist doch da. Mr. Tim E. Fail, also Mr. Time Fail. Das war früher der Rennstrebär. Ich habe ihn doch noch gefunden. Und ich hoffe, ich finde so ein bisschen meinen Gang wieder ins Game, ins normale Game hin zurück. Und würde sagen, wir sehen uns am Wochenende. Nicht vergessen, das Video, wenn es euch gefallen hat, mit einem leichten blauen Daumen zu verpassen, wenn ihr neu im Kanal seid. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, euer Toto. Best.